Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Moment. Mein Licht an, ist ein bisschen dunkel. Heute mit einer weiteren Folge vom eBay-Format. Ich schaue mir Pokémon Go auf eBay an. Ist ein bisschen früh für das Format. Eigentlich möchte ich das immer Mitte, Ende des Monats. Aber ich habe ein paar Einsendungen bekommen. Und da ist ein Account mit dabei. Der ist richtig krass. Ich habe schon ein bisschen reingeschaut. Ich habe mich ein bisschen spoilern lassen, aber der hat mich echt überzeugt. Dementsprechend, solange das Angebot noch läuft, schauen wir mal rein. Aber zuerst habe ich hier ein Angebot, das wurde nicht verkauft. Hat mir der Kollege Ace geschickt. Hätte zu der letzten Folge gepasst, aber hat er erst ein paar Tage zu spät gesehen. Grüße gehen raus. Ein großer Pikachu-Sammler, falls ich mich richtig erinnere. Das ist ein Pichu mit Wintermütze, Winterbeanie, für 400 Euro, wurde nicht verkauft. Und ich habe keinen bekommen. Und ich habe auch nicht extra für den gebrütet. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht ganz genau, kann mich nicht erinnern, wie selten der war, wie viele Leute den gepostet haben. Aber der war nicht 450 Dollar wert. Wie gesagt, Grüße gehen raus an Ace, vielen Dank für die Einsendung. Da haben wir ihn, Leute. 1900 US-Dollar. Sind 1700 Euro. Sofort kaufen. 6 Beobachter, Leute. 6 Leute, die interessiert sind an diesem Account. Nochmal der Hinweis am Anfang. Wir schauen uns diese Accounts immer nur zum Spaß an, aus Interessenshalber, aus Forschungszwecken. Aber ihr solltet nie Accounts kaufen oder verkaufen. Ist, glaube ich, gegen eBay-Richtlinien, natürlich gegen Niantic-Richtlinien und natürlich macht es auch keinen Spaß, sich einen Account zu kaufen. Wir schauen erstmal die Artikelbeschreibung an. Level 40, Gott-Tier. Nicht einfach Top-Tier oder S-Tier, sondern Gott-Tier. Jetzt schauen wir mal, ob der echt Gott-Tier ist. Er hat ein Legacy-Moveset Vesican Logok mit Stone Edge. Und 750 Shinies. Okay. Google Login Instinct. Natürlich, was sonst? Muss natürlich sein, wenn er so krass ist. Wenn das ein Gott-Tier-Account ist, kann es ja nur Instinct sein. 220 Millionen EP ist solide. 10 Millionen Sternshop noch auf Reserve. Damit kann man ein paar Spielereien auf jeden Fall durchführen. 2700 Pokémon im Beutel. Nee. Platz. 2700. 2500 Itemplatz. Legacy Stone Edge Logok. Okay, das schauen wir uns später an in den Bildern. Das sind so die Highlights. 100% Ivy Shadow Ball Mewtwo. Oh, den haben wir auch. Shiny Mime Junior, das Pantimimi. Okay. Account ist PvP ready für jede Liga. Vielleicht kaufen wir uns den Account und starten mit PvP. 500 Hunderter. 50 of those being perfect. Oh, du Cheater, Mann. Du kleiner Cheater. Aber trotzdem, schauen wir mal rein. Traurig. Und der ist Instinct. Er hatte 50 100er Shinies und das ist an sich nicht möglich, außer du spoofst und checkst halt einfach nur die ganzen 100er. Und wenn du immer da zu den 100ern spoofst, wird irgendwann mal eins davon shiny. Ich kenne mich jetzt nicht aus. Ich weiß nicht, wie lange es dauert für die ganzen Spoofer, ob die da den ganzen Tag, die ganze Zeit zu irgendeinem 100er spoofen und dann, was weiß ich, einen Tag 100er bekomme. Ich kenne die Rate nicht, deswegen kann ich nicht sagen, ob 50 viel oder wenig ist. Ich habe mal ein Bild auf Facebook irgendwo gesehen, der hatte, glaube ich, alles in Shiny 100, was halt nicht gebrütet und geradet werden kann, was halt schon ziemlich heftig war. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange sowas dauert. Sitzt der Kerl den ganzen Tag da und er kriegt am Tag 2, 3 oder nur 1 oder dauert es eine Woche antippen, jeden 100er, bis man mal einen Shiny 100er bekommt. Ich habe keine Ahnung, wie lange sowas dauert. Haben wir schon mal die Bilder an. Da ist das 100er Mewtwo. Den hat er sich erradet. Aus Texas. Okay. Das ist das Stone Edge Logok. Das ist das Shiny Pantimimi. Das können wir noch rübertauschen. Für Leute, die interessiert sind. Das ist das Designer Cap Pikachu in Shiny. Das ist auch nicht schlecht. Davon habe ich leider kein 100er. Er hat sogar 2 davon. Aber der war nicht so übersehen, glaube ich. Der war überletztes Jahr, 2018, auf der Mac. Also nicht nur auf der Mac, aber zu der Zeit ungefähr war das. Shiny Santa Hut Pichu. Ich kenne mich jetzt mit den Pichu-Sachen nicht aus. Ich sammle die nicht, habe mich da nicht informiert, wie selten was ist davon. Partyhut, den gibt es ja momentan und der ist gar nicht so selten. Da habe ich schon viele gesehen. Aber vor dem Event war er schon ein bisschen seltener. Da war, das war, glaube ich, 2 Tage, wo der verfügbar war. Wenn ich mich nicht irre, irgendwie sowas, sehr kurzer Zeitraum. Lucky bringt uns nichts hier. Wie gesagt, Lucky bringt uns nichts, aber der hat eine klasse Sammlung.
Ho. Blumenkranz. Alle. Die Frage ist jetzt, ob die schon getauscht sind oder nicht, weil wenn die alle nicht getauscht sind, dann können wir die uns alle rübertauschen, was halt heftig wäre. Das ist nämlich alles. Das ist Aquana, Blitzer, Flamara, Psyana, Nachtaga, Fulipurba, Glaciona und dann noch Platz für das Feen-Ding, was kommt und noch einfach Evoli. Medallion hat er auch an am Start. Also Gottier, ja, schwer zu sagen. Er hat halt nicht alles gezeigt. Nur das Nötigste, das Überkrasseste. Man könnte ihn wahrscheinlich anschreiben für noch mehr Infos. Und natürlich nachfragen, ob man die ganzen Sachen noch tauschen kann oder ob die ertauscht sind. Zum Beispiel bei den Evolis. Und jetzt, er hat auch geprallt mit den PvP-Sachen, aber da hat er nichts gezeigt. Klar, man hat nur 12 Bilder, die man posten kann. Das ist auf jeden Fall einer der besten Accounts, die wir gesehen haben, aber mehr Infos wären nett und der Preis ist natürlich auch viel zu viel. Ist auf jeden Fall ein stabiler Account. Auch die 500 hat er gar nicht gezeigt. Das ganze Shiny 750, die er hatte. 50 Perfect Shinies, alles nicht gezeigt. Also da müsste man nochmal nachfragen und mehr Infos daraus holen, was da so alles geht. Dann zum Schluss noch eine Einsendung von einem Zuschauer. Hat mir diesen Account geschickt, 300 Euro. Das ist schon ein Preis, der ein bisschen realistischer ist. Läuft noch 2 Tage, 2 Stunden. Und eBay-Tipp von mir, ich habe früher viele Yu-Gi-Oh! Karten und sowas auf eBay verkauft. Timed die Angebote so, dass sie Samstag oder Sonntag, hauptsächlich Sonntagabend, so 18, 19, 20 Uhr enden. Weil da sind die Leute zu Hause, da können die noch bieten. Klar, es hat sich einiges geändert, seitdem ich Yu-Gi-Oh! Karten verkauft habe. Und die Leute sind mobil mit Handy und so. Früher war es nicht so gang und gäbe mit Handy und eBay-App und sowas. Und da war schon wichtig, dass die Leute Sonntag, da ging es halt mehr ab, Sonntagabend, weil die alle zu Hause sind und vor dem PC und da mitbieten können. Und wenn jetzt ein Angebot irgendwie so Montag 3 Uhr in der Nacht irgendwie endet, dann müssen die Leute halt schlafen und sowas. Nur so ein kleiner Tipp. Aber wir schauen uns den Account an. 300 Euro, 299,99. Artikelbeschreibung. Hey Leute, schweren Herzens trenne ich mich von meinem Pokémon Go Account. Er ist Level 40, Team Blau. Name kann man leider nicht mehr ändern. Mit den vorhandenen Bonbons kann man bestimmt nochmal 20 Millionen EP machen. 65 Millionen EP, 429 Shinies. Highlights sind unter anderem 100er Kyogre, 100er Mewtwo, kein Spukball, 100er Shiny Rayquaza, 100er Mewtwo. Ja, das schauen wir uns, glaube ich, eher alles gleich an. Ich habe sehr viel Zeit und Geld in diesen Account gesteckt. Demnach wäre es schön, noch etwas für diesen Account zurückzubekommen. Mein Beileid, mein Freund, falls irgendwelche Fragen bestehen, meldet euch gerne per BN. Aufgrund dessen, dass PayPal bei so Online-Traktionen meist zur Käuferseite tendiert, bei Problemen habe ich es diesmal deaktiviert. Puh, eBay-Stories. Wie gesagt, ich habe früher ein paar Sachen auf eBay verkauft. Die tendieren immer zum Käufer. Der Verkäufer bekommt nie recht. Und es gibt früher auf Facebook eBay, ich weiß nicht, war das eine eBay-Gruppe oder die eBay-Seite? eBay Deutschland? Ich glaube, das war die eBay-Deutschland-Seite. Und da habe ich denen halt immer geschrieben. Und das war halt irgendwie Facebook-technisch öffentlich. Und jeder, der mit mir befreundet ist, hat das immer gesehen. Und ich habe da so oft mit denen gestritten. Ey, das ist nicht mehr normal, was die den Kunden immer zugesprochen haben. Obwohl ich ein seriöser Verkäufer war und mir nichts zu Schulden kommen haben lassen. Die Käufer haben immer wegen jedem Dreck rumgestänkert und gemeckert. Und die haben immer recht bekommen. Es waren auf jeden Fall sehr leidende Zeiten, wie oft ich mich mit denen rumgeschlagen habe. Wir schauen seine Sammlung an. 100er Mewtwo, 93er Lucky, 100er Kyogre, paar 96er, 100er Shiny Rayquaza, guter Lander, 200er, aber wie gesagt, was bringt uns das? Weil, solange es kein Event oder Bonus gibt oder irgendwas, wo die, ihr könnt gerne das Video von gestern abchecken, Top 10 Features, die Niantic noch einführen muss, und da habe ich vergessen, was zu erwähnen, paar Sachen, die ich glaube, die auch noch kommen werden, unter anderem ein Rocket Event, mit Bonus, Erlösen bringt 333 anstatt 222. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich kann mir auch ein Event vorstellen, wo man tauschen kann und die IV bleibt gleich. Ich weiß, ist verrückt, ist eine sehr verrückte Idee. Aber kann ich mir vorstellen, dass mal so ein Event kommt, wo die sagen, yo, wenn ihr einen Tausch macht, IV bleibt gleich. Und dann ist sowas interessant. Dann würde ich mir auf jeden Fall was gönnen und mir einfach die restlichen 100er erkaufen, weil da fehlt nicht mehr viel und ich bin so nah an meinem Ziel, ganz ehrlich. Ich bin bereit, zu solchen dreckigen Mitteln dann zu greifen. Tut mir leid. Aber solange das nicht der Fall ist, interessiert man sich eigentlich nur für die Shinies, die man dann rübertauschen kann, die dann möglicherweise lucky werden. Weil hier zum Beispiel 200er Gemeinde ist schon saftig, aber was bringt dir das, wenn du jetzt diesen Account kaufst?
Knacklack. Den kann man sich einfach so dann übertauschen, wenn man lucky ist. Hier, die Shinies. Jetzt schauen wir mal. Okay. Alles solide, alles Standard. Oh, Akani. 3 Fukano, krass. Ich habe noch keinen einzigen. Auch 5 Körbse, was da los, Mann? Ich habe da auch noch keinen einzigen. Also das ist schon mal interessant. Pagaquasa noch über, wie man das Slack verwendet. Für Pokémon Go Hamburg. Oh, war klar, weil Slack und Hamburg. Hamburg, einzige Stadt oder eine der wenigen, die Slack verwendet für Raids. Kein Telegram, kein Discord, kein WhatsApp. Slack, was ist da los, Hamburg? Vielleicht kennen ja ein paar Hamburger den Kollegen hier. So, Safari-Zone war am Start. Regi-Event war am Start. Carpadon, Radplatz noch nicht mal auf Gold. Heftig. Tauschen nun, Kilometer noch nicht mal auf Gold. Füttern noch nicht mal auf Gold. The fuck, trainieren nicht mal. PvP gar nichts auf Gold. So, schillernd, ja. Slimog. Bräuchte ich noch. 19 Pässe, okay. Das letzte Bild war unnötig. Ja, erstmal schade, dass er aufhört. Und ja, er versucht halt noch Restgeld, wenigstens ein bisschen was rauszuholen. Ist verständlich, ganz ehrlich. Ich habe gesagt, am Anfang, man sollte seine Accounts nicht kaufen, aber kann man ihm nicht verübeln, oder? Man hört mit dem Spiel auf. Was macht man damit? Man hat viel Geld und Zeit investiert. Ein bisschen noch rausholen und sich damit einen schönen Tag noch machen. Hier steht es eh, Versand aus Hamburg. Verstehe. 87,5 positive Bewertung. Das ist nicht gut, Mann. Das ist ganz und gar nicht gut. Aber bei 6, war das 6 oder so? Bei 6 ist das, glaube ich, irgendwie so 1 oder sowas. Die ihn einfach runterzieht, ja. Naja, das war's. Account war okay. Was soll ich sagen? Also an sich nichts wirklich, was ich brauche. Ich richte mich natürlich immer nach meinen Interessen und schaue da so, boah, was kann ich gebrauchen? Was ist für mich interessant? Der eine Account, da fehlen einfach zu viele Informationen. Ich meine, das war ein richtig krasser Account. Da muss man die Informationen einfach anfordern, weil so viel kann er einfach nicht zeigen. Ja, das war's von mir wieder, Leute. Vielen Dank für die Einsendungen. Heißt jetzt nicht, dass ihr ständig Einsendungen schicken müsst. Das war jetzt so ein Zufall, dass da ein paar gleichzeitig gekommen sind und die auch noch relativ interessant sind. Deswegen dachte ich mir, nehmen wir die Folge noch schnell auf, bevor die Angebote auslaufen. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.